Herzlich willkommen zu How to Spend It, meinem Podcast für Business Punk. Über Geld spricht man nicht? Genau das will ich ändern. Denn wir müssen uns mit diesem Thema viel selbstverständlicher auseinandersetzen und uns über unsere Erfahrungen austauschen. Darum plaudere ich mit bekannten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport, Politik und Wirtschaft ganz offen über Aktien und Altersvorsorge, über wichtige Misserfolge, die genialsten Finanztipps und ihre persönlichen Werte. Ich bin Annalena Koopmann, ich bin Journalistin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. In dieser Folge von How to Spend It habe ich Bill Kaulitz zu Gast. Im Sommer 2005 sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Tokyo Hotel hatten gerade ihre Debütsingle durch den Monsun veröffentlicht und ganz Deutschland diskutierte über den 15-Jährigen mit der schrägen Frisur. Obwohl Bill und sein Zwillingsbruder Tom von den meisten unterschätzt und belächelt wurden, waren die Teenager aus der Nähe von Magdeburg kurze Zeit später schon Millionäre. Was ich an Bill bis heute so faszinierend finde, trotz der anhaltenden Anfeindungen macht er konsequent das, worauf er Bock hat und geht unbeirrt seinen Weg. Wir sprechen im Podcast darüber, inwiefern seine Außenseiterrolle in der Schulzeit das beste Bootcamp für sein heutiges Leben war und warum finanziell erfolgreich zu sein für ihn etwas Rebellisches ist. Der 31-Jährige, der mittlerweile in L.A. lebt, erzählt mir auch, welche Fehler er im Hinblick auf Geld gemacht hat, wofür er es am liebsten ausgibt und wie er es anlegt. Wir unterhalten uns über Immobilien, Bitcoins und seine Unternehmen. Und Bill verrät auch, warum er Geschäftsideen gerne mit seiner Schwägerin Heidi Klum bespricht. Und natürlich geht's auch um Bills kürzlich erschienene Autobiografie Career Suicide. Denn obwohl ihm ein schnelles Karriereende eigentlich von Anfang an prophezeit wurde, ist er 16 Jahre später immer noch sehr präsent und probiert weiterhin mutig all das aus, was ihm Spaß macht. Musik, Mode, TV-Projekte, ganz ohne Masterplan zum Multimillionär. Viel Spaß mit Bill Kaulitz und der neuen Folge von How to Spend It. Bill, ich finde es super cool, dass du heute zu Gast in meinem Podcast How to Spend It bist. Ich wollte dich unbedingt dabei haben, denn wer ist bitte ein Business-Punk, wenn nicht du? Siehst du das auch so? Ja, doch, ich würde das schon unterschreiben, ja. Wie perfekt, dass nun gerade deine Biografie erschienen ist, die passenderweise Career Suicide heißt. Genau darüber möchte ich gleich mit dir sprechen. Doch zu Beginn würde ich wie bei jedem Gast gerne einen Blick in dein Portemonnaie werfen, weil es die beiden Dinge, um die es gehen soll, ziemlich gut verbindet, nämlich Geld und Werte. Bill, wie sieht dein Portemonnaie aus und was ist das Persönlichste, das man darin finden kann? Oh Gott, also ehrlich gesagt, so ein richtiges Portemonnaie habe ich gar nicht. Ich habe so ein Kreditkartenhalter. Das ist total abgeranzt. Das habe ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft. Und das war mal so ein Neongrün mit Schwarz. Und jetzt ist es eigentlich komplett schwarz, weil es einfach total dreckig und verkommen ist. Und ich habe nie Bargeld, ehrlich gesagt. Darum, hier stecken nur Kreditkarten drin. Weil in Amerika ist es auch so, da zahlst du jeden Kaugummi und an der Tankstelle mit einer Kreditkarte. Und darum brauchst du hier einfach nie Bargeld. Ich habe nie Bargeld dabei. Und das Persönlichste, jetzt muss ich mal darin rumkramen. Warte mal. Ah, ich habe hier so eine Karte. Ich weiß nicht genau, was das für eine Karte ist. Das sieht aus wie fast wie so eine Tarotkarte. Ist es aber nicht. Und da ist ein Engel drauf. Und das habe ich mal von einem ganz engen Freund von mir bekommen, der so wahnsinnig spirituell ist. Und der hat mir diese Karte gegeben und meinte, ich muss die immer bei mir tragen und am besten im Portemonnaie, weil die mich beschützt und wahrscheinlich auch auf meine Finanzen ein bisschen aufpasst. Darum, ich bin dann immer so ein bisschen abergläubisch, wenn so Leute mir Sachen geben und dann behalte ich die auch. Das ist super spannend. Wir haben gerade vor der Aufzeichnung schon kurz darüber gesprochen. Ich kann mich noch richtig gut an unsere erste Begegnung erinnern. The Dome im Sommer 2005, als gerade eure erste Single Durch den Monsun erschienen ist. Da waren Tom und du gerade erst 15 Jahre alt und es ist so verrückt, was seitdem alles passiert ist. Nimmst du dir manchmal die Zeit zu reflektieren, was du schon alles gemacht und erreicht hast, oder richtest du deinen Blick ausschließlich nach vorne? Also eigentlich gucke ich ehrlich gesagt nie zurück. Die Leute müssen mich immer daran erinnern. Also es ist eher so, dass wenn ich dann in einem Interview sitze oder wie jetzt hier gerade, wenn mich dann Leute so an so alte Zeiten erinnern oder darauf ansprechen, dann denke ich da auch mal so drüber nach. Aber grundsätzlich bin ich überhaupt nicht nostalgisch und sitze dann irgendwie abends da und
schwelge in Erinnerungen oder so. Also das überhaupt nicht. Für mich ist immer spannend, was wirklich als nächstes passiert. Ich bin so nonstop. Ich habe totales Problem damit, im Jetzt zu sein. Und gucke auch echt ganz selten zurück. Das habe ich jetzt nur für meine Autobiografie gemacht. Das musste ich so viele Monate jetzt machen, dass ich da jetzt auch überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. So. Ja, ich mache das schon eher selten. Ich finde es total spannend, dass du über die Arbeit an deinem Buch sagst, dass du dir nach diesen Monaten der Selbsttherapie zum ersten Mal selbst danken und stolz auf dich sein konntest. Wieso fällt dir das sonst so schwer? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwie, glaube ich, so verankert in meiner, das ist wahrscheinlich aus meiner Kindheit, dass ich immer laufen muss. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin dieses Pferd und dieser Wagen ist hinten dran und ich muss die ganze Zeit galoppieren. Und wenn ich aufhöre oder ich laufe zu langsam, dann geht es nicht schnell genug voran. Und das ist so ein bisschen, das ist so irgendwie, ja, so ganz tief in mir verankert. Und deswegen kann ich ganz schlecht eine Pause machen. Also wenn ich so 2 Tage nicht arbeite oder keine E-Mails mache oder nicht erreichbar bin, dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen. Ne? Oder wenn ich zu lange auf der Couch sitze oder ja, ich bin einfach so, ich habe so ein Workaholic-Ding und das ist eigentlich furchtbar. Ich muss mir so richtig vornehmen, auch mal zu sagen, okay, jetzt hast du irgendwie Monate, Jahre lang Vollgas gegeben, jetzt darfst du auch mal ein bisschen dir eine Auszeit gönnen. Ja, du machst das ja wirklich schon seit richtig vielen Jahren, ne? Also deine Karriere ist ziemlich steil gestartet. Du warst ja mit 18 schon Millionär. Wer hat dir damals geholfen, dein Geld anzulegen? Ich meine, als Jugendlicher beschäftigt man sich mit diesen Summen und diesen Themen normalerweise ja eher seltener. Gar keiner. Also tatsächlich gar keiner. Es gibt ja dann immer so schlaue Berater, die man dann so reinlässt, ne? Also man hat dann irgendwie so, da gibt's dann irgendwelche Versicherungsmakler, die dir sämtliche Scheiße andrehen, die dir dann sagen, oh Gott, das brauchst du unbedingt als Absicherung und da musst du einzahlen und das kriegst du dann irgendwann, wenn du irgendwie 70 bist und so weiter. Und das habe ich natürlich auch alles gemacht. Da kommen dann immer so ganz viele schlaue Leute und dann denkst du so, oh Gott, ich muss das jetzt überall anlegen und die Versicherung abschließen und da noch rein investieren. Und also ich habe mir das dann ganz schnell auch abgewöhnt, weil ich da auch ganz schwer vertraue irgendwie. Aber so richtig hatte ich niemanden. Also ich habe dann ganz schnell wieder die ganzen Leute so rausgecuttet aus meinem Leben, die dann irgendwie sich so da dranhängen und dann irgendwie wahnsinnig viel Provision nehmen dafür, dass sie dir irgendeinen Quatsch erzählen. Und ich komme nicht von Geld. Wir waren ganz arm eigentlich. Wir hatten gar kein Geld, nie. Und darum konnte auch meine Familie und meine Mama und so weiter mir nie Tipps geben, weil wir einfach ja nie Geld hatten auf dem Konto. Und von daher musste ich mir das irgendwie selber beibringen. Was war denn das erste Größere, was du dir von deinem selbstverdienten Geld dann irgendwann mal gegönnt hast? Urlaub. Ich weiß noch, ich habe wahnsinnig viel Kohle ausgegeben, um auf die Malediven zu fliegen jedes Jahr. davon könnte man sich auch irgendwie ein Haus bauen. Und das war so, das habe ich dann jedes Jahr mir gegönnt. Das war so die vorgenommene Zeit, weißt du, dann so mal einmal zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal frei. Und dann sind wir jedes Jahr 2 Wochen in den Urlaub geflogen. Und das war auch so, ich habe dann meiner Mama zum ersten Mal einen Urlaub geschenkt, weil die noch nie vorher geflogen war und sie war noch nie richtig im Urlaub vorher und auch meinem besten Freund, und dann haben wir alle eingesackt und sind dahin geflogen, so mega dekadent. Ja, du und Tom, ihr habt ja ein sehr enges Verhältnis zu eurer Mutter. Welche Werte hat sie euch denn vermittelt als Kinder? Wie seid ihr erzogen worden? Also respektvoll und liebevoll auf jeden Fall. Ich glaube, das Größte, was sie uns mitgegeben hat, war Liebe und dass auch Geld nichts damit zu tun hat, wie liebevoll man miteinander umgehen kann. Also wir hatten immer ein wahnsinnig inniges, ehrliches Verhältnis. Also ich kenne das überhaupt nicht von zu Hause, auch so Strafen, also so Bestrafungen oder Angst zu haben, was zu erzählen, sondern wir sind total frei und offen und ehrlich und liebevoll aufgewachsen. Also wir hatten ein wahnsinnig inniges Verhältnis und freundschaftliches Verhältnis und ja, das war irgendwie auch so gleichberechtigt, ne? Also Tom und ich waren aber auch unglaublich frühreif und haben uns auch immer involviert in alles und wollten immer ganz viel Verantwortung tragen für alles und so weiter. Und ja, wir waren irgendwie so wie Freunde eher, ne, in der Familie. Das war nie so ein, das sind die Erwachsenen und das sind die Kinder und das ist erlaubt und das nicht, sondern das war immer so ein gemeinschaftliches Gefühl. Und dadurch, dass man dann hier und da natürlich auch wahnsinnig gucken muss mit Geld und das einfach auch nicht da ist,
haben wir es eben uns anders schön gemacht und aus Kleinigkeiten ja, mit liebevoller Zuneigung. Ich finde es super faszinierend, dass egal, was du gemacht hast, Musik, Mode, TV-Formate, fast immer wurdest du von den meisten Menschen belächelt oder sogar unterschätzt. Dennoch wurde alles erfolgreich und du bist konsequent deinen Weg gegangen. Und ich würde gerne von dir wissen, wie schaffst du das, die Meinung von außen so zu ignorieren und an dir abprallen zu lassen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Kindheit so ein bisschen wie so ein Bootcamp war oder wie so ein Training und Vorbereitung auf das, was dann irgendwann mit dem Erfolg gekommen ist. Weil ich kannte das einfach vom Kindergartenalter an. Also ich bin immer angeeckt und ich habe immer polarisiert und ich hatte immer Ärger und Stress und Leute, die mir auf die Fresse hauen wollten und die mich bedroht haben. Und ich kannte das einfach schon als ganz kleiner Junge. Und Tom und ich, wir sind zusammen immer so aufgefallen einfach. Und wir waren auch so selbstbewusste, laute Zwillinge einfach. Und wir hatten immer so eine Meinung. Aber das war natürlich, weil wir auch zusammen waren und immer so Rücken an Rücken standen. Und deswegen haben wir einfach, war es immer so, Tom und ich gegen den Rest der Welt. Und dann haben wir einfach so immer unser Ding durchgezogen. Und deswegen konnten wir das aber auch, glaube ich, alles wegstecken, weil wir irgendwie, ja, also wenn du alleine der Freak bist, ist das natürlich härter, als wenn du noch einen zweiten Freak neben dir hast. Und darum, war das einfach immer, konnten wir da ganz gut unser Ding durchziehen. Ich glaube, Tom sagt auch immer zum Beispiel, hätte ich dich nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich heute, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker oder sowas. Wir haben uns halt zusammen natürlich auch so befruchtet und haben zusammen dann so unseren Traum verfolgt und uns das auch gegenseitig einfach so ermöglicht, dass wir so wir selbst sein konnten. Und das hat sich dann das ging dann vom Kindergarten in die Grundschule und das wurde dann immer krasser. Und in der Schulzeit war das dann ganz extrem und dann auf dem Land und auf dem Dorf, als wir dann sozusagen weggezogen sind, auch aus der Stadt, da war das ja ganz extrem mit den Anfeindungen und so weiter. Und Tom und mein Look war auch so extrem, mit Dreadlocks und irgendwelchen Nazis raus und Anarchie-T-Shirts an und ich war dann mit geschminkten Augen und gefärbten Haaren und lackierten Fingernägeln und fand David Bowie toll und das war natürlich da, wo wir herkamen, das war einfach so zwei Aliens, die irgendwie hier nicht reinpassen und nicht hergehören und darum kannte ich das da schon, ne? Ich kannte dann Anfeindungen und Weglaufen und Angst haben und sowas und dann war das irgendwie später einfach natürlich nur multipliziert mit dem Erfolg und kam nochmal in einer viel größeren Welle. Aber es hat mich einfach nicht mehr dann so schockiert. Die Widmung zu Beginn deines Buches passt da ja eigentlich auch ganz gut, ne? Du hast geschrieben, für alle Mutigen und die, die es mal werden wollen, für all die Unruhestifter und Rebellen, nichts ist schwieriger als man selbst zu sein, traut euch. Was glaubst du, können andere von dir lernen, Bill? Also ich hoffe, dass ich natürlich allen mitgeben kann, dass man selbst sein, dass dazu Mut gehört und mutig zu sein. Also das genau das. Ich glaube, ich hoffe, ich kann andere dazu inspirieren, dass man sich nicht anpassen muss und dass es okay ist, ein rebellisches Herz zu haben und seine Meinung zu sagen und so zu sein, wie man sein möchte und dass man nicht in Schubladen passen muss. Ja, und ich glaube, das ist so für mich auch als Künstler heute das schönste Kompliment, wenn ich Leute dazu inspirieren kann und anregen kann, dass sie das machen können. Also wenn so Leute mir das erzählen, auch so auf Meet and Greets oder mich anschreiben auf Instagram und ich dann so Geschichten höre und sie sagen dann irgendwie, ja, und ich habe angefangen irgendwie, ne, diesen Beruf zu machen oder mich zu trauen, das meinen Traum anzugehen oder Jungs dann sagen zum Beispiel bei Konzerten in Russland und sagen, hier, ich habe mein Make-up und meine High Heels und die ziehe ich nur zum Tokyo Hotel Konzert an, einmal im Jahr und so. Das sind natürlich so Momente, die einen dann wahnsinnig stolz und glücklich machen, weil ich hatte natürlich auch solche Figuren in meiner Jugend und fand Prince und David Bowie toll und Nena war mein ganz großer Hero und so und die braucht man dann einfach, um da durchzukommen. Wieso hast du dich denn entschieden, dein bisheriges Leben unter dem Titel Career Suicide zusammenzufassen? Also das war natürlich auch so ein bisschen so ein kleines Fuck you an die Leute, die mir immer Karriere, Selbstmord schon prophezeit haben, seit der ersten Single, die rauskam und die gesagt haben, von dir wird es nie eine Autobiografie geben, weil in 15 Jahren von jetzt interessiert sich keine Sau mehr für dich. Also das ist natürlich, ne, das ist so ein bisschen so ein Fuck you einfach für die Leute. Und natürlich ist es auch ein gefährliches Buch. Also
normalerweise schreibt man ja so eine Autobiografie, sag ich mal, am Ende seiner Karriere und wenn man fertig ist, ne? Und ich schreibe natürlich da auch ganz viele Sachen und trete unfassbar vielen Leuten auf die Füße und ich weiß das auch und ich weiß, dass die dann sitzen da und schlucken und schockiert davon sind, dass ich solche Sachen übers Musikbusiness auch erzähle, die man eigentlich nicht erzählen darf und über Verträge, ne, die einfach geheim sind und Sachen, die man ja einfach nie öffentlich bespricht. Aber wir leben jetzt in 2021, es gibt so viel Bewegungen und Veränderungen in so vielen Branchen, dass ich fand, dass man auch über die Musikbranche und als Kinderstar sein und die Leute, die das auch ausnutzen und ja, das für sich verdrehen und so weiter, dass man darüber jetzt auch ruhig sprechen kann und das ist vieles davon ist einfach auch lange her und ich finde, es war auch Zeit, das mal zu sagen, aber deswegen ist natürlich das Buch auch so ein bisschen gefährlich für mich und meine Karriere, also ob das jetzt der beste Move war, sozusagen als Sänger, der ja noch aktiv auch in der Branche arbeitet, also teilweise sitzen da ja auch noch dieselben Leute, war es natürlich auch ein bisschen ein Risiko, ob das nicht auch das Buch ein Career Suicide sein könnte. Aber ob Sachen, die du machst, wirklich gute Moves sind, überlegst du dir ja eher selten, habe ich das Gefühl. Und ich würde von dir gerne mal wissen, ob du deine Karriere überhaupt strategisch angehst und dir überlegst, wo die Reise hingehen soll. Oder entscheidest du eigentlich ausschließlich im Moment und machst immer das, was sich im Hier und Jetzt richtig anfühlt? Ja, ich würde sagen eher das. Also ich bin nicht so ein Vorausplaner, ne? Also überhaupt nicht. Ich bin immer so irgendwie direkt am nächsten und ich glaube, das hat auch ganz viel einfach damit zu tun, dass man das selber liebt. Also ich finde, Erfolg ist auch super schwer so planbar, ne? Also natürlich gibt's bestimmte Formeln für einen Hit-Song, ne? Also natürlich gibt's die. Die kann auch jeder heute auf YouTube nachgucken und da gibt's bestimmte Abläufe und ne, also so bestimmte Sachen, wo man einfach weiß, okay, das ist schon mal gut, das drin zu haben, dass das ein Hit wird. Aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich glaube auch nicht, Musik zu machen für die Leute oder für den Erfolg, sondern ich glaube, man muss immer eine Liebe und eine Leidenschaft mitbringen für das, was man macht. Und nur wenn man das selber liebt und das selber richtig gut findet, dann können auch langfristig andere Leute das lieben. Alles andere ist immer so eine Fassade und nur so eine Kurzfristigkeit irgendwie, die dann in dem Moment vielleicht mal ganz kurz funktioniert. Aber ich glaube, um eine langfristige Karriere aufzubauen, die einen erfüllt und die andere Leute auch mögen, da gehört immer Liebe und Leidenschaft dazu. Und das ist ganz viel Momentum und eine zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da muss man einfach immer in sich reinhören. Und da kann man dann nicht so lange vorausplanen. Also ich weiß zum Beispiel auch nie, was ich im nächsten Monat mache. Also neulich fragen mich die Leute schon wieder, und was machst du so, wann bist du mal wieder in Deutschland, was machst du so im März? Und ich sage immer so, ey, ich sag euch Bescheid, weil das ändert sich täglich irgendwie. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, was den Rest des Jahres alles passiert. So, keine Ahnung. Ich meine, auch ohne Masterplan bist du mittlerweile sogar Multimillionär geworden. Wie wichtig ist dir der finanzielle Erfolg? Also bedeutet dir das überhaupt irgendwas oder hast du deine ganz eigene Währung? Das bedeutet auf jeden Fall was. Ich glaube, auch finanziell erfolgreich zu sein und unabhängig zu sein, das ist fast auch für mich eigentlich was Rebellisches. Ja, weil wenn man Geld hat und Geld verdient, dann ist es für mich immer Freiheit gewesen. Ne? Das heißt, ich bin nicht abhängig von irgendjemandem und muss mir von niemandem was sagen lassen. Ne? Ich kann immer von heute auf morgen sagen, fuck you, I'm out of here. So. Und ich kann hinfliegen, wo ich will, ich kann machen, was ich will, ich kann mir kaufen, was ich will. Und das ist für mich, das war immer das Schöne am finanziellen Erfolg und am Geldverdienen. Und das ist auch heute noch. Das ist so ein Freiheitserlebnis und was Rebellisches für mich, dass ich einfach machen kann, was ich will und muss niemanden fragen. Und darum ist der finanzielle Erfolg natürlich auch immer wichtig gewesen. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, eine Leidenschaft. Also Tom sagt zu mir immer, ja, es ist so komisch, du hast überhaupt keine Hobbys, ne? Er sagt ja immer zu mir, du bist immer nur am Arbeiten. Und das Ding ist halt, ich habe halt außer all meinen Hobbys immer auch meinen Beruf gemacht, ne? Also alles, was ich gut konnte und was ich liebe, ne, ob das jetzt Mode ist oder Schreiben, also alles, wo meine Leidenschaft liegt, das habe ich einfach dann immer zu einem Business gemacht. Und ja, darum ist es natürlich auch eine Leidenschaft und man muss das auch lieben. Also es geht nicht immer jedes Mal auch nur darum, Kohle zu verdienen. Ich mache auch 10.000 Projekte, wo ich weiß, die sind überhaupt nicht lukrativ oder da zahlst du am Ende noch drauf. Ne? Also ich habe auch zum Beispiel in meinem Leben so wahnsinnig viel Geld ausgegeben für
die richtige Bühnenproduktion und dass es einfach fett aussieht. Und da, ne, umso mehr du dafür ausgibst, umso weniger kommt natürlich am Ende an. Und da gab es ganz viele Leute, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ihr seid doch wahnsinnig, warum macht ihr das und warum dreht ihr Musikvideos, die so teuer sind und so. Aber das investiert man dann einfach natürlich auch in seine Leidenschaft, einfach weil man es schön findet und weil es seine Kunst ist. Und ja, weil natürlich im Künstlerischen es nie nur darum geht, das Bankkonto vollzumachen. Welchen Approach hast du denn grundsätzlich an deinen Job? Also wann war ein Tag in deinen Augen erfüllt und erfolgreich? Ach, ja, das ist ganz schwer für mich. Ne? Also weil ich hab ja das so schwer mit diesem auf die Schulter klopfen. Ich habe ganz selten das Gefühl, am Ende des Tages zu sagen, oh gut, das war ein super Tag. Ich habe auch ein totales Problem damit, mich über Dinge zu freuen. Ne? Also es können so 20 super Sachen passieren am Tag und ganz tolle Nachrichten reinkommen. Und dann kommen irgendwie zwei schlechte oder eine schlechte Nachricht. Und dann befasse ich mich den ganzen Tag nur damit, diese zu bearbeiten und dieses Feuer zu löschen. Also das ist wirklich was, das muss ich mir vornehmen. Ne? Also ich muss mir wirklich so Auszeiten nehmen oder mir dann auch das nochmal überlegen und sagen, ey, das war doch eigentlich ein geiler Tag, guck mal, du hast das alles geschafft und so weiter. Ich habe immer wahnsinnig viele Listen überall. Ich bin so ein Listenfreak. Ich habe immer überall alles aufgeschrieben. Ich liebe Durchstreichen. Deswegen schreibe ich mir auch ganz viel mit der Hand auf, weil ich liebe das dann wegzustreichen und zu sagen, geil, habe ich erledigt. Also das ist so ein Trick zum Beispiel für mich, wo ich dann denke so, ach, super, Bill, du hast heute wieder all deine Aufgaben gemacht. Weil was viele nicht wissen, ich habe auch, und das hasse ich eigentlich total, weil ich bin überhaupt kein so E-Mails, Telefonkonferenzen und Banking und irgendwie Finanz, also Tabellen und oh, das ist alles ein absoluter Horror. Ich liebe nur alles, was kreativ ist und alles andere, was im Hintergrund passiert, das will ich überhaupt nicht machen. Aber ich habe mit meinen anderen beiden Bandkollegen, wir haben noch eine Ticketing-Firma zusammen und wir haben auch eine Apparel-Firma zusammen und wir machen quasi auch für andere Leute Mode und Merchandise, auch für andere Bands und so weiter. Das heißt, wir haben auch noch so zwei Businesses und die wir nebenbei haben. Und da fallen dann so unglaublich viele, ne, so Team-Calls an und so weiter. Und dann bin ich ganz oft so von 9 Uhr morgens bis nachmittags um 15 Uhr nur damit beschäftigt, irgendwie diese Firmen zu verwalten. Und das nervt mich einfach so wahnsinnig. Und da kriege ich dann ganz oft so Anfälle, wo ich dann sage so, okay, ich will das alles nicht mehr machen. Das könnt ihr jetzt alles alleine und ich will jetzt nur noch kreativ sein. Weil ich finde so, das nimmt ganz viel dann von einem weg und von seiner Energie, um wirklich kreative Arbeit zu machen und Künstler zu sein. Und da muss man dann immer aufpassen, dass man irgendwie die Balance hält. Ja, was in das Feld auch reingehört, ist das Thema Altersvorsorge. Das macht jetzt im ersten Moment auch nicht unbedingt Spaß, ist aber auch super wichtig und gehört dazu. Inwiefern beschäftigst du dich mit dem Thema Altersvorsorge? Ja, also leider gar nicht oder viel zu wenig. Ich glaube da nicht so richtig dran, weil ich immer denke, so die Welt verändert sich so schnell. Und wenn wir uns angucken, was dieses Jahr passiert ist mit der Welt und wie wir gerade leben alle, dann vertraue ich überhaupt nicht in irgendwie so schlaue, super schlaue an. Also wie gesagt, das kann jeder halten, wie er will. Aber ne, ich glaube dann irgendwie so, dass man dann irgendwo sein Geld so platziert hat, dass du erst mit 70 da wieder rankommst. Da denke ich dann immer so, das will ich auf keinen Fall. Sondern ich habe das gerne da, wo ich es irgendwie sehen kann, also irgendwie in Immobilien und so weiter. Aber ich bin nicht so ein, ich bin überhaupt kein Sparfuchs, ehrlich gesagt. Ich finde, Geld muss Spaß machen und ich finde, Geld muss auch jetzt Spaß machen. Und ich finde, dass die schlimmste Eigenschaft überhaupt Geiz, das finde ich ganz, ganz, da kann ich gar nicht mit umgehen. Das heißt, ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus, weil ich finde, das, ja, es muss fließen, das muss reinkommen und das muss auch wieder rausgehen und ich bin überhaupt nicht so ein Dagobert, der da sitzt und sich nur darüber freut, Geld zu sammeln. Da kenne ich ja auch ganz viele Leute, die einfach nur gucken, dass das immer mehr wird und die finden das dann ganz toll und dann gehen sie privat immer so super sparsam essen und gucken immer nochmal überall auf den Preis und das finde ich zum Kotzen, ich hasse sowas. Ja, das heißt bei mir, ja, ich will auch im Jetzt und im Moment sein, weil wer weiß denn, was in 10 Jahren ist oder ne, was passiert. Ich will auch nicht irgendwie ein volles Bankkonto hinterlassen, wenn ich irgendwann mal von der Welt gehe. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass es so leer ist wie möglich dann und ich so viel Spaß hatte wie möglich. Wofür gibst du denn das meiste Geld aus? Klamotten. Also obwohl, weiß ich gar nicht, ob das auch so stimmt. Ich glaube, Reisen auf jeden Fall. Also jetzt gerade kann man das ja nicht mehr. Aber von daher, ja, ich liebe...
Ich liebe Inneneinrichtungen auch, also ne, so Sachen für mein Haus kaufen und sowas. Also ganz tolle Möbel und Kunst und sowas liebe ich. Aber ja, Klamotten ist natürlich auch immer so ein Ding. Ist ja auch immer schön und da gebe ich auch immer gerne Geld für aus. Aber wie gesagt, jetzt gerade ist eigentlich ganz gut, weil man kann das ja alles nicht machen. Ne? Man kann jetzt nicht wahnsinnig viel shoppen gehen, nur online und ich finde, das macht nicht so richtig viel Spaß. Von daher, ja, bin ich momentan wahrscheinlich am sparsamsten. Ja, du hast gerade schon gesagt, du investierst in Immobilien. Sind auch Aktien oder Bitcoin, ist das auch ein Thema für dich? Ja, also mit sowas habe ich immer nur Pech. Ich hatte auch Bitcoin, habe das dann im völlig falschen Moment gekauft, habe es im völlig falschen Moment wieder verkauft und jetzt ist gerade wie, also mit sowas habe ich zero Glück. Also wenn das auch irgendwie so was ist, was auch meine Mama und meine Kindheit und so mir beigebracht hat, die hatte auch nie Glück mit sowas. Also die hat noch nie Geld gewonnen, die hat noch nie Geld geschenkt gekriegt, die hat noch nie was geerbt von jemandem und das zieht sich auch durch Tom und mein Leben. Also wir haben noch nie Glück gehabt mit solchen Sachen. Also weder im Spielen, im Gamblen, im, ja, so Aktien oder Bitcoin, diese ganzen Sachen. Also da haben Tom und ich ein ganz, ganz schlechtes Händchen. Und auch Erben oder was, wir haben noch nie wirklich Geld geschenkt bekommen oder Glück gehabt oder hinterher. Also es war, mussten wir uns immer irgendwie erarbeiten. Das war, ja, da bin ich nicht so ganz so gut, ehrlich gesagt. Du hast ja auch ein sehr enges Verhältnis zu Heidi, die hingegen eine ziemlich clevere Geschäftsfrau ist. Tauscht ihr euch auch zu solchen Themen aus und gebt euch Tipps oder macht ihr das gar nicht? Also ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich, ehrlich gesagt, in so diesem Drive. Ne? Also wir haben auch diese wahnsinnige deutsche Pünktlichkeit. Ne? Also ich war noch nie zu einem Termin zu spät. Ich habe noch nie einen Termin abgesagt und so. Und das sind so Sachen, die haben wir total. Also Heidi hat auch so einen wahnsinnigen, ja, Drive im Arsch einfach. Ne? Sie hat immer Ideen und setzt die auch ähnlich wie ich mit meinen Hobbys, die ich nicht habe. Setzt sie auch immer um in irgendwas Geschäftliches und nutzt einfach ihre Talente und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und macht daraus dann auch immer ein Business. Und ich glaube, das ist was, wo wir uns einfach dann total ähnlich sind. Ne? Also wir haben da die gleichen Wurzeln, wir haben da den gleichen Antrieb und wir haben auch einen ähnlichen Background und so weiter. Und von daher, ja, sind wir uns da ganz ähnlich. Und klar, wir besprechen uns auch, ne? Also wir unterhalten uns auch über neue Geschäftsideen und Dinge, die wir angehen und Projekte. Wir haben ja auch gemeinsame Projekte dann gemacht, wie Queen of Drags und uns so eine Sendung ausgedacht zusammen und sowas. Also klar, das machen wir dann auch zusammen. Was ist denn überhaupt der beste Tipp, den du im Hinblick auf Geld jemals bekommen hast? Ha, gute Frage. Also ich, wie gesagt, meine Familie und so weiter, ich habe mir immer gewünscht, dass ich so einen Papa gewünscht, der so ein wahnsinniger cleverer Typ ist, der so eine schöne Bibliothek zu Hause hat und immer so Whisky trinkt und so eine geile Anwaltskanzleilampe hat auf seinem Schreibtisch und dann mir immer und ich mich immer so ganz und Zigarre raucht und ich mich abends zu ihm setzen kann und er mir dann mal sagt, so Bill, pass mal auf, so machst du das am besten. Aber das hatte ich einfach nie, ne? Ich hatte nie so eine auch Vaterfigur, wie gesagt, also wir hatten niemanden, der Geld hatte bei uns in der ganzen Familie und von daher habe ich nie viele Tipps bekommen. Ich habe mir das selber zurechtgelegt und ich habe auch viele Fehler gemacht. Mein Gott, ich habe auch so viel Kohle rausgehauen für so unnützen Kram, gerade als junger Mensch und Teenager. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Man muss da auch draus lernen, dass wir so wie alles im Leben, man macht da auch Fehler. Ne? Und wie gesagt, ich habe immer gerne Spaß damit auch gehabt und dann, klar, gucke ich dann heute auch manchmal und denke, sag mal, wie bescheuert warst du eigentlich? Wie viel Geld hast du denn für diesen Quatsch ausgegeben und was hast du da denn gemacht? An was musst du da gerade denken? An welchen Quatsch? Ich habe zum Beispiel früher immer so gemietet, ne? Also Tom und ich, weil wir ständig umziehen mussten, haben wir auch nie was gekauft und haben immer nur gemietet überall und haben dann immer wahnsinnig viel Kohle zum Mieten rausgegeben. Und nicht nur das, sondern wir haben jedes Mal, bevor wir eingezogen sind, dann das ganze Ding so renoviert, dass es für uns passt. Ja, das heißt, wir haben dann immer umgebaut, rausgerissen, Küchen eingebaut, Kamerasysteme, Alarmsysteme installiert. Also wirklich wie ein Haus bauen und die Summen, die dann immer in Mietobjekte geflossen sind, um dann diesen Vermietern ein wahnsinnig geiles Ding zu hinterlassen, weil wir ein halbes Jahr später schon wieder ausgezogen sind, die sich immer gefreut haben, dass wir eigentlich. Und dann denke ich immer so, warum hast du das getan? Aber das war einfach auch so, wir waren so getrieben auch zu der Zeit damals und wir hatten so wenig Zeit, über Dinge auch nachzudenken. Aber klar, das sind so Sachen, da fäst du dir natürlich heute an den Kopf und denkst, oh Mann, ey, wie bescheuert war das eigentlich?
Gibt's irgendwas, was du im Hinblick auf Geld erst spät gelernt hast, aber gerne früher verstanden hättest? Nö, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, meine Einstellung zu Geld, die war immer relativ gleich. Also ich habe immer gewusst, dass ich dafür viel arbeiten muss, dass einem das nicht irgendwie zufällt, dass man auch immer darauf achtet. Wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass ich einfach weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nichts hat und das Essen im Kühlschrank ganz knapp ist und wir als Kinder nicht in den Urlaub konnten und auf Klassenfahrt und solche Dinge. Ich weiß einfach, wie sich das anfühlt und wo man daherkommt. Darum hat man, glaube ich, immer so ein gesundes Verhältnis damit, ne? Also ich kann mich jeden Tag über Dinge freuen, ne? Also ich wache auch jeden Tag in meinem Haus auf und freue mich darüber, was das für ein schönes Haus ist, ne? Also das ist für mich nicht selbstverständlich. Also alle Dinge, die ich mir geleistet habe, die ich mir kaufe, über die freue ich mich, ne? Also die habe ich nicht so nebenbei irgendwo rumliegen und verloddern. Ich bin sowieso ein sehr ordentlicher Mensch auch. Ich bin so ganz sauber. Die Leute kommen immer bei mir rein und sagen: Oh mein Gott, das sieht aus, als ob hier keiner bei dir wohnt. Das ist, glaube ich, aber auch, obwohl ich weiß nicht, ob ich so an Sternzeichen glaube, aber das ist auch so ein bisschen die Jungfrau in mir wahrscheinlich. Voll, auch mit der Liste vorhin. Ja, genau. Ich bin auch Jungfrau, Jungfrau. Also so, das ist so doppelt. Darum, das ist ganz extrem bei mir. Ja, aber darum, glaube ich, habe ich einfach immer schon als kleiner Junge und auch heute ein gesundes Verhältnis dazu gehabt und habe, wie gesagt, habe Spaß mit Geld und liebe das auszugeben, aber weiß auch genau, wie es ist, keins zu haben und kann da, glaube ich, deswegen auch mich gut darauf immer ein Auge haben und gleichzeitig das auch wertschätzen. Ja. Was ist denn in deinen Augen der größte Luxus, den man sich aber mit keinem Geld der Welt kaufen kann? Ja, so eine Zufriedenheit natürlich, glaube ich, so eine Entspanntheit. Also, das ist sowas, das würde ich mir total gönnen, ne? Also so, dass ich immer denke so, entspann dich doch mal für ein paar Sekunden und fahr mal runter und sei mal irgendwie, ja, so zufrieden und so, ne? Also das sind so Dinge, an die muss ich mich einfach immer erinnern, ne? Und ja, natürlich, ich meine, gerade heute jetzt in der Welt, in der wir leben, glaube ich, merkt man auch Gesundheit natürlich, ne? Obwohl man da mit Geld auch wahnsinnig viel machen kann und das einfach auch wahnsinnig ungerecht ist, ne? Also gerade auch in Amerika, da kann man sich natürlich, wenn man Kohle hat, ganz anders Medikamente verschaffen, auch die Impfungen früher verschaffen und sich Privatärzte leisten und tolle Zimmer bekommen im Krankenhaus und ansonsten kriegst du überhaupt kein Bett. Also ich meine, dieses Krankensystem hier ist ja wahnsinnig abgefuckt, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Aber das natürlich auch. Ich glaube, in einer Zeit jetzt gerade wie diese, dann merkt man natürlich auch so, ey, es ist auch einfach echt wichtig, gesund zu bleiben und auf sich aufzupassen. Also sowohl mental als auch physisch. Da du gerade gesagt hast, du würdest dich gerne mal entspannen können, ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich, die ich auch allen Gästen stelle. Was ist aktuell das nervigste To-Do auf deiner Liste, für das du mir Geld geben würdest, wenn ich das einfach für dich erledige? Oh Gott, warte mal. Das nervigste To-Do. Ich habe ehrlich gesagt jetzt direkt nach dieser Aufzeichnung einen Team-Call mit unserer Apparel-Firma, wo wir die ganzen vertraglichen Situationen mit unseren neuen Klienten besprechen. Und da würde ich dir sofort Geld für bezahlen, dass du das machst, weil mich das jetzt schon beim Aussprechen so langweilt, dass ich lieber mit meinem Hund rausgehen würde oder irgendwie im Studio wäre und Musik machen würde. Wie viel würdest du mir dafür zahlen, wenn ich den Call übernehme? Wie viel würdest du mir denn berechnen? Wie lange dauert das? Naja, so eine gute Stunde würde ich schon sagen. Also wenn du sagst, du hast keinen Bock drauf, dann muss es ja richtig schlimm sein. Ja, es ist schon anstrengend. So Vertragskram ist einfach immer der Horror. Oh, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Wollen wir einfach zusammen mit deinem Hund gehen? Ja, genau. Lass uns das lieber machen. Okay, Will, vielen Dank. Ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Das hat total Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal über was ganz anderes gesprochen haben, nämlich über Business. Hat mir total Spaß gemacht. Danke dir, mir auch, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinem Buch, Danke dir. Career Suicide. Also so ein Suicide war es ja bisher gar nicht. Also ich glaube, man kann sich dich doch ganz gut als Vorbild nehmen.
Das freut mich zu hören. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich finde super. Ich bin Fan. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Und ja, ich bin gespannt, wohin deine Reise noch geht. Ich danke dir, danke. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt, wurdet überrascht und ermutigt und habt an der einen oder anderen Stelle auch mal geschmunzelt.